Ja, heute möchte ich was ganz Besonderes vorstellen. Individuelle Schokolade oder Pralinen herstellen lassen mit Chokri. Das kann man im Internet machen, kann aus verschiedenen Zutaten auswählen und sich das Ganze dann schicken lassen. Man hat hier die Übersichtsseite von Chokri. Man sieht also, was man so alles anklicken kann. Man kann die eigene Schokolade kreieren. Man kann auch alle möglichen anderen Sachen machen. Man kann Pralinen zum Beispiel machen. Wie gesagt, kommt immer darauf an, was man so machen will. Das Ganze dient natürlich auch einem guten Zweck. Es wird ein Teil des Geldes wird für einen wohltätigen Zweck gespendet. Ja, und wie man hier so sieht, mit dem Button kann man sich dann informieren. Und wir probieren wir es einfach mal und fangen mal an und machen uns unsere eigene Wunschschokolade. Und zwar probieren wir mal Erdbeer. Ja, da klicken wir einfach drauf. Jo. Nehmen wir Erdbeer, dann erscheinen die Zutaten. Das sind dann Früchte. Da wählen wir auch aus, was wir drauf machen. Jeder hat ja seinen eigenen Geschmack. Gibt also sehr viele Kombinationen, was man so drauf machen kann. Banane, Erdbeer, Apfel, alles Mögliche. Dann gibt es Nüsse, die man dazu machen kann. Man hat also sechs Möglichkeiten. Sechs Zutaten zu wählen. Man kann aus jeder Abteilung eins wählen, man kann aber auch aus einer Abteilung sechs wählen, je nachdem, wie man so braucht, aber mehr wie sechs geht anscheinend nicht. Ich habe das Ganze selbst schon mal ausprobiert, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Man kann Leute prima damit überraschen, zum Geburtstag, zum Valentinstag oder so. Ja, klickt sich also da durchs Menü, man kriegt auch erklärt, was man da gerade hinzufügt, gehen dann so kleine Pop-ups auf. Und so füllt sich die Schokolade. So sieht es natürlich am Internet aus. Das wird über die Tafel dann verteilt. Sieht dann sehr hübsch aus. Wie gesagt, ich habe das Ganze selbst schon probiert und ich fand es eigentlich toll. Man kann prima die Leute damit überraschen. So, jetzt sind wir bei 4,64 € angelangt. Man kann also immer gleich live mitsehen, rechts unten, was es im Moment kostet, die Tafel. Kommt natürlich noch Versandkosten dazu kommen wir später. Ja, dann fügen wir da noch was zu, wenn wir noch Platz haben. Kann natürlich auch sein, dass man so eifrig war, dass man am Anfang gleich sechs Stück hat und dann hat man die letzten drei Kategorien keinen Platz mehr. Aber man kann es auch jederzeit wieder wegnehmen und kann was Neues probieren. Also bevor man es nicht abgeschickt hat, ist das Ganze nicht fertig. So. Dann klicken wir mal auf Warenkorb. So. Jawohl. Schauen wir uns das Ganze mal an, was wir da haben, was es uns kostet. Zack. So. Da ist dann auch dieser gute Zweck vermerkt, für den das Ganze dann noch ein bisschen teurer wird. Aber ich finde, es ist eine gute Sache, dass man sich für einen guten Zweck einsetzt. Dann die Versandkosten, ganz wichtig. Und zum Schluss Endsumme, was man wirklich bezahlt für das Ganze. Das Ganze kann man sich natürlich dann auch gleich ausdrucken, wie auf jedem Online-Portal. Kann auch verschiedene Sachen mal durchprobieren. Hier zum Beispiel die Pralinenbox, da gibt es die 4er, die 12er und die 24er Box. Sieht man dann gleich, wie es aussieht. So bekommt man das dann auch geschickt. Man kann da sogar noch einen Text hinzufügen, kommen wir auch noch dazu. Das wird dann extra drauf gedruckt, als Glückwunsch zum Valentinstag, Weihnachten oder was man so macht. Herzförmige Pralinen habe ich mir ausgesucht, weiße Schokolade, weil ich so gern weiße Schokolade esse. So, das füllen wir dann am besten mit Nougat, würde ich sagen, weil ich bin ein großer Nougat-Fan, kein weißer Nougat, sondern den normalen Nougat. Wo ist er denn? Muss er auch da unten irgendwo sein. Und den klicken wir dann dazu. Als Füllung. Wir haben also weiße Schokolade außenrum, Ummantelung, die Praline selbst und innen rein kommt dann der Nougat. Jetzt können wir auswählen, Vollmilch, Zartbitter oder weiße Schokolade für außenrum, für die Glasur. Dann nehmen wir mal Vollmilch, würde ich sagen. Weil das Weiße, nochmal weiß drauf. Ist nicht so prickelnd und
So, Bittermorgenschnitt. So, dann können wir noch drüber streuen, was wir oben drauf haben wollen. Da kann man sogar Gold drüber streuen lassen, wird aber etwas teurer, das Ganze. 95 Cent kostet das dann, die anderen Sachen sind halt deutlich billiger. Kann man Liebesperlen drüber streuen lassen oder Herzchen, was man gerade so haben will. So, und da wird dann wieder erklärt, was man da hat. Plus oder direkt auf die Praline klicken, dann wird es hinzugefügt. Man sieht auch gleich, wie es aussieht. Ich finde das eigentlich ganz toll gemacht. So, jetzt haben wir es. Es kostet uns 14,85 insgesamt. So, dann können wir noch einen Text dazu schreiben. Herzlichen Glückwunsch oder so. Damit derjenige auch weiß, von wem es kommt und dass es vor allen Dingen von Herzen kommt. Das tippen wir da unten ein. Das wird dann ganz toll auf die Pralinen-Schachtel oder auf die Verpackung der Schokolade, da geht es nämlich auch, drauf gedruckt. So, dann gehen wir dann auch mal auf Warenkorb und schauen mal nach, wie das dann aussieht. Ja, oder auch nicht. Leicht verklickt, aber ist im Prinzip das gleiche jetzt wie bei der Schokolade vorher. Ja, und da können wir uns nochmal angucken, da können wir Gutscheine erstellen. Das muss also nicht diese 25 Euro sein, die da erscheinen. Man kann da jederzeit auch andere Zahlen eingeben. Und bekommt derjenige dann einen Gutschein zugeschickt und kann sich dann seine Schokolade selbst zusammenstellen. Das geht dann über einen Link. Man gibt dann die E-Mail-Adresse des jeweiligen oder der jeweiligen Auserwählten ein und dann da was zugeschickt. So, das ist jetzt die Seite über uns. Die Idee, was dahinter steckt. Das Ganze ist ja als Zwei-Mann-Startup-Unternehmen gestartet. Ich habe das damals im Morgenmagazin vor ein paar Jahren gesehen, war ganz interessant. Das sind die Leute, die sind meistens sehr jung, sehr dynamisch und sehr flippig und die haben auch ganz tolle Ideen, was sie so machen. Und das Ganze kommt halt auch sehr ehrlich rüber. Man fühlt sich nicht abgezockt oder irgendwie. Es hat zwar seinen Preis, aber ich finde, für die Idee kann man das schon mal bezahlen. Ja, und da kann man sich halt noch weiter informieren über Jokri, über die Idee, was so dahinter steckt. Auch über die, gibt es so ein kleines Lexikon über die Zutaten. Da wird dann erklärt, was für Zutaten da reinkommen, wo die herkommen und so weiter, wie sie schmecken. Vergrößere das mal ein bisschen, dass man es ein bisschen besser lesen kann. So, Apfel zum Beispiel, was da alles reinkommt. Details kann man noch anklicken, kriegt man genau erklärt, was das für Sachen sind, dass das auch ökologisch angebaut ist und so weiter und so fort. Ja, so scrollen wir mal ein bisschen runter. Und wie gesagt, das Ganze findet sich dann auf der Seite von Jokri. Ich verlinke das Ganze hier unten drunter nochmal, aber für alle, die ein bisschen schlecht lesen können, mache ich es ja noch mal ein bisschen größer. Jokri, meine Schokolade. Tolle Sache, tolle Idee, finde ich. Und ja, sollte man so machen. Zu Weihnachten, zum Valentinstag, gute Idee.